Ich darf jetzt begrüßen zum zweiten Teil unseres Webinares, unserer Online-Fachtagung zum Thema Digitalisierung im Büro. Jetzt heute Nachmittag nochmal zwei Themen. Einmal das Thema Cloud und einmal das Thema Zeiterfassung. Und zum Thema Cloud wollen wir schauen auf unseren Lösungspartner, der uns begleitet bei vielerlei Produkten. Das ist die IONOS SE. IONOS, ein Anbieter für Cloud-Infrastrukturlösungen. Und hier das Thema jetzt in der nächsten Stunde, die europäische Cloud-Alternative. Gibt es sie wirklich? Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Martin. Wir hatten uns vorher auf das Du geeinigt. Martin Baumhaus von der IONOS, der uns einen Einblick gibt in das Thema. Was macht überhaupt IONOS? Wie steht es da um die Sicherheit? Thema Datenschutz ist ein Thema natürlich, aber auch wie gibt es dort Sicherheitskonzepte? Wie wird mit Kundendaten da umgegangen? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Und vorweg, viele unserer Produkte, die Sie auch vielleicht schon im Einsatz haben, Telefonanlagen, Dokumentenmanagementsysteme, sind hier gehostet bei der IONOS. Und ich freue mich hier auf einen spannenden Einblick und natürlich auch wieder auf Ihre Fragen. Also wenn Sie Fragen haben an den Martin, nicht scheuen, nutzen Sie die Chatmöglichkeiten, den Fragebereich und nutzen Sie die Möglichkeit, hier aus erster Hand heute dann die Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, dann würde ich weiter abgeben an den Martin und an die IONOS-Gruppe. Martin, du kannst uns hören? Ja, ich kann euch hören. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch hören. Ja, wir hören dich auch. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich diese Slides übertrage. Ah, es kommt was. Wir sehen uns schon. Genau. Moment. So, ich fange mal an mit der Vorstellung. Martin Baumhaus. Ich bin Mitarbeiter bei der IONOS SE. Das ist den meisten wahrscheinlich bekannt durch die Werbung, Hosting, Web-Domains und ähnliche Themen. Was wir allerdings in meinem Bereich machen, ist Enterprise Cloud. Also durchaus vergleichbar mit dem, was zum Beispiel eine Amazon bietet oder eine Google oder eine Microsoft. Wir sind in Europa der größte Hoster. Ich zeige euch gleich ein bisschen dazu. Ich hoffe, dass ich jetzt auch die Präsentation zeige oder ihr sie sehen könnt. Auf meinem Bildschirm sehe ich sie noch nicht. Ja, wir können sie sehen. Okay, perfekt. Wir gehören zu United Internet. Das ist ein großer deutscher Konzern, den die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, zumal da eine ganze Menge an sehr bekannten Brands drunter liegen. Die GMX, die Web.de, die Versatel gehört dazu. Wir haben die Strato mit im Boot. Und wir sind der Cloud-Bereich, der ist einmal zugekauft worden. Da hat sich der Geschäftsführer von der 1&1 einmal selbstständig gemacht, ein Startup gegründet, eine Cloud aufgebaut. Und als sie interessant und groß genug gewesen ist, hat die 1&1 sie zurückgekauft. Wir sind momentan die modernste Cloud im gesamten Konzern. Sprich, alles, was jetzt so an Servern in den anderen Schwesterfirmen noch benötigt wird, wandert nach und nach zu uns rüber. Sprich, wir wachsen sehr stark und wir sind in Europa auch eine Nummer, die an der Telekom übrigens vorbeigezogen ist. Man sieht eine ganze Menge Brands, aber vor allen Dingen wichtig für die Kunden von uns ist, wir sind ein deutsches Unternehmen, natürlich sind wir DSGVO-konform, wir sind aber auch, was die Finanzgesetzgebung angeht, konform. Da ist die AO, GOBD, die Finanzämter sind da viel schärfer als die Datenschützer, weil da geht es um Gesetze, die auch durchgesetzt werden. Die Finanzämter sind gerade dabei, das Ganze mal zu beleuchten, weil die möchten ganz gerne, dass die Finanzdaten in Deutschland bleiben. Das vergessen viele bei der ganzen Diskussion um die DSGVO. Und auch hier kann man sich absichern gegenüber den US-Hyperscalern, die mit dem Privacy Shield, das ja gefallen ist von dem EuGH, zumindest, sagen wir mal, schwierig einzuschätzen sind. Es gibt auch schon die ersten Bußgelder, die verteilt werden, weil die Daten eben nicht in Deutschland gehostet werden, weil Fremde Zugriff haben, weil Metadaten rund um den Globus gehen. Das passiert bei uns nicht. Man weiß ganz genau, wo seine Daten liegen. Deswegen sind wir halt DSGVO, AO und GOBD konform. Natürlich haben wir die üblichen Zertifizierungen, die man benötigt als Rechenzentrumsanbieter in der Größenordnung.
Und was für die Kunden meistens ebenso wichtig ist, wir bieten einen 24x7 Kundenservice an, wo man nicht irgendeinen Studenten mit einem Ticket erreicht, sondern tatsächlich direkt auf die Admins zugreifen kann. Also man kriegt sofort qualifizierte Hilfe und das, wie gesagt, rund um die Uhr. Die Kollegen sitzen auch nicht in Bangladesch oder sonst irgendwo, sondern sitzen in Berlin. Für den einen oder anderen, der es gehört hat, wir sind auch GAIA-X Gründungsmitglied. Auch eine europäische Initiative, um mehr Datensouveränität zu erhalten. Und das sage ich auch immer ganz offen, bisschen europäischen Nationalstolz zu zeigen und die Budgets nicht einfach über den großen Teich zu den Amerikanern oder zu anderen hinzuschippern, sondern hier in Europa zu lassen, damit wir selber wachsen können, um ein Gegengewicht gegen US-Hyperscaler aufbauen zu können. Für uns auch ganz wichtig, wir bewegen uns auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Wir arbeiten nicht von oben herab, wir sind flexibel, wir gehen auf Wünsche ein, wir haben sogar einige unserer Entwicklungen danach angepasst, was unsere Kunden wünschen und tun das auch weiterhin. Die Prioritäten können sich mal bei unseren Projekten deswegen ändern, weil irgendwo etwas ist, was den Markt bewegt und was der Markt braucht und wir darauf auch einzugehen bereit sind. Und um die Größenordnung ein bisschen mal zu kennzeichnen, in Europa sind wir die Nummer eins. Bei uns gehen über 50% der Domains über unsere Server und 50% des E-Mail-Traffics. Wir arbeiten noch daran, auch in Deutschland an der Telekom vorbeizuziehen und wir werden auch Google angreifen, weil unser Wachstum momentan sehr stark ist. Wir haben eine ganze Menge von Zertifizierungen. Wir haben, das sind alte Zahlen leider, wir haben deutlich mehr als 90.000 Server. Und wie gesagt, jeden Monat kommen ein paar Maschinen dazu, weil unser Wachstum einfach nach oben zeigt und wir auch die Kollegen von Strato, Web.de und GMX unterstützen beim Aufbau der neuen Cloud. Wir sind auch zertifiziert und wir kriegen auch gute Kritiken. Das heißt natürlich, dass man sich darauf verlassen kann, dass auch das, was hier erzählt wird, auch wirklich drin ist. Man kann sich diese Testberichte ansehen und wichtig ist, wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt also auch finanziell keinen Grund, in USA Clouds zu gehen, sondern man kann durchaus Geld sparen und behält deutlich mehr Performance, wenn man sich mit einem deutschen Hyperscaler wie mit uns unterhält. Und man sieht, wir sind durchaus aggressiv im Markt unterwegs. Unsere Produkte sind relativ schlank. Wir sind Cloud-Anbieter, Infrastructure as a Service, ein bisschen PaaS-Services und wir haben die Produkte Public Cloud, Private Cloud mit dedizierten Servern und wir haben Bare Metal Cloud für besondere Anforderungen. Daneben haben wir den S3 Storage, der ist sehr interessant. Ich komme später nochmal darauf zurück, warum der so interessant ist, weil ich bringe gleich ein Beispiel mit. Ich will nicht eine Folienschlacht über das Unternehmen und unsere Produkte machen, sondern ich möchte ganz gerne demonstrieren, was hat man denn davon? What's in? Was haben Sie davon, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten? Und ich bringe ein Beispiel mit, das vorhin auch schon angeklungen ist, Security. Schutz bei, vor und nach Hackerangriffen, weil das ziemlich genau unsere Produktpalette in der praktischen, im praktischen Beispiel zeigt. In der Public Cloud bieten wir Managed Kubernetes an, kostenfrei. Sie können Managed Kubernetes nutzen, bezahlen nur die Ressourcen, die Sie dafür verwenden, aber nicht das Managed Kubernetes selber. Wir sind durchaus in der Lage, High-Performance-Computing anzubieten und tun das auch. Einer unserer Kunden und Partner ist das F1-Team von Haas. Kennt vielleicht der eine oder andere, die bei uns in der Cloud High-Performance-Computing betreiben, um ihre Fahrzeuge auszutarieren, zu bestimmen, ob bestimmte Bauteile zu schwach sind, das Ganze auch live zu überwachen während eines Rennens. Da ist eine Menge Elektronik im Spiel und eine Menge Datenübertragung. Und wir können Server anbieten pro Stück, die bis zu 51 Cores haben, 1 Terabyte RAM, 184 Terabyte Storage. Davon kann man beliebig viele aufbauen. Das ist so das oberste Level und danach fängt dann Spezialhardware an. Aber bevor das zum Tragen kommt, ist auch unsere Cloud geeignet für KI, Datenanalyse, BI, also alles, was man so gerne hat, wenn man mit großen Datenmengen rumspielt, funktioniert alles bei uns in der Cloud. In der Private Cloud bieten wir dedizierte Server an, mindestens 3 wegen der Redundanz und ansonsten kann man hoch und runter skalieren binnen Minuten, um sich den Anforderungen anzupassen und auch kostentechnisch günstig zu bleiben. Es ist nicht immer Black Friday, man braucht nicht immer 20 Server, manchmal reicht es auch, wenn man 3 oder 4 aufgebaut hat. Und die Private Cloud hat Lizenzen, die usage-abhängig berechnet werden. Also man muss nicht das, was man an Technik hinstellt, lizenzieren, sondern nur das, was man im Moment benötigt, und das ganze Minuten genau. Das spart 20-30% der Kosten mindestens. Wir haben auch GPUs, also für besondere Anforderungen. Wir bauen auch mit einigen Kunden gerade eine VDI-Lösung, also Remote Desktop für ihre CAD-User an. Und CAD, Computer Aided Design, ist ein Bereich, bei dem man sehr hohe Performance braucht.
damit möchte ich ganz gerne auch das Konstrukt angehen, das wir gewählt haben, um Lösungen anzubieten. Wir setzen sehr stark auf Partner. Wie gesagt, unser Produktportfolio ist Infrastructure as a Service. Und alle Lösungen, die darauf aufsetzen, werden über unsere Partner gemacht. Auch mit denen bewegen wir uns auf Augenhöhe. Deswegen bin ich auch heute hier, um einfach zu zeigen, dass diese Zusammenarbeit funktioniert und auch viel Vertrauen drin ist. Und ich glaube, das ist gerade für uns mit unserer deutschen Kultur sehr wichtig, dass man sich auf Augenhöhe bewegt, sich auf den anderen verlassen kann, dass man sich auch mal gegebenenfalls mal tacheles ein paar Dinge sagen kann, ohne dass das sofort ein Riesenpolitikum wird, sondern dass man ehrlich bleibt, offen und ehrlich. Und das betreiben wir mit unseren Partnern. Sicherheit ist ein schönes Beispiel, weil es momentan einfach ein Top-Thema ist. Es gab niemals so viele Angriffe wie heute und Deutschland ist bevorzugtes Ziel. Haben wir vorhin schon mal gehört in einem Beitrag. Und Security ist deswegen etwas, worum man sich kümmern muss. Es ist nicht die Frage, ob man angegriffen wird, sondern wann und wann auch der Angriff erfolgreich ist. Deswegen zeige ich so ein bisschen, wie so ein Angriff abläuft. Finde ich ganz interessant, um einfach mal einzuordnen, wo stehe ich denn mit meiner Infrastruktur in dem ganzen Wettbewerb von Hackern? Da gibt es eine ganze Menge. Und man sieht, wir haben das mal geclustert. Es gibt von der Cyberkriegsführung, die insbesondere auf Twitter abspielt, bis zu den Script-Kiddies, die sich irgendwelche Tools im Internet runterladen und es ganz toll finden, damit mal irgendwie so einen automatisierten Angriff zu starten. Die wissen gar nicht, was sie tun für gewöhnlich, aber sie sind natürlich nervig und lasten unsere Leitung und unsere Server aus. Und das sind so die Stellen, die dahinter stehen. Ich gehe mal ganz schnell drüber weg, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wollen die Leute und was hat das an Auswirkungen auf mich? Ich denke mal, die wenigsten von uns sind im Bereich Kritis unterwegs. Das ist aber ein Bereich, der wird von staatlichen Stellen gerne angegriffen, um Verwirrung zu stiften, Unsicherheit zu erzeugen und vielleicht auch gewissermaßen so Kriegsführung andere beeindrucken wollen. Für uns wichtig sind in erster Linie die Cyberkriminellen, da wo es um Bitcoins geht und um Erpressung. Und die Zahlen, die wir haben, die sind jetzt etwas älter, die sind schon sehr beeindruckend. Ich glaube, inzwischen sind sie mindestens doppelt so hoch. Wie läuft denn so ein Angriff ab? Was tun die? Also im Darknet kann man sich zusammenklicken. Man hat Spezialisten für die Recherche, Spezialisten für das Ausbaldowern, ob es irgendwo eine Lücke gibt. Da gibt es Leute, die machen tatsächlich dann nur den Angriff bis zu einem gewissen Punkt, wo sie Backdoors installiert haben, übergeben ans nächste Team. Die weiten dann das Ganze aus, sodass man Passworte für fast alles im Netz kriegt. Dann warten die ab, bis der geeignete Moment kommt. Teilweise lagern die das auch auf Halde, weil sie haben gerade einen anderen Angriff. Und irgendwann stoßen die zu. Und das Problem dabei ist tatsächlich, das Zeitfenster, etwas zu unternehmen, ist sehr kurz. Nämlich dann, wenn die Schwachstellenanalyse gelaufen ist, bis zu der Angriffsvorbereitung. Wenn der Angriff erstmal durch ist, wissen sie nicht, was passiert. Und hinterher rauszufinden, was passiert ist, ist ebenfalls schwierig, weil natürlich die Spuren beseitigt werden. Da werden sehr ausbaldoverte Backdoors hinterlassen, mit denen man jederzeit wieder reinkommt. Und sie können nie sicher sein, ob ihr System, wenn sie es nicht komplett bereinigt haben, hinterher auch wieder sauber genug ist, dass diese Backdoors weg sind. Sehr schwieriges Thema, sehr teures Thema, sehr langfristiges Thema. Und wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Der erste Moment, wo Sie etwas mitbekommen, ist eine Störung. Irgendwas funktioniert nicht. Das ist gerne am Wochenende oder abends oder irgendwann, wenn die IT nicht so schnell ist, damit der Angreifer mehr Zeit hat. Feiertage sind sehr beliebt. Und wenn Sie das mitbekommen haben, brauchen Sie erstmal eine gewisse Zeit, festzustellen, dass es ein Angriff ist, welche Systeme betroffen sind, was bei Ihnen momentan überhaupt noch funktionieren könnte. Und das ist alles Angriffszeit. Die nutzen die Jungs und Mädels, um bei Ihnen tief ins Netzwerk reinzukommen und alle möglichen Passwörter und alle möglichen Systeme abzugreifen. Sie sind sehr schnell dabei, dass Sie nur noch eine Möglichkeit haben. Alles abschalten. Erstmal in Ruhe gucken, was gerade passiert. Aber Ihr Geschäft ist dann tot. Der Betrieb steht still, weil die Server sind nicht mehr verfügbar. Da muss man sich ein paar Fragen stellen. Welche Infrastruktur habe ich noch zur Verfügung, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen, zu analysieren, mich zu unterhalten mit meinem Krisenstab zum Beispiel? Ich muss mich fragen, wie man kommuniziert, wo die Informationen stehen, wen ich überhaupt hinbekomme. Wo sind die Notfallpläne, die ich in dem Moment brauche? Wo ist meine Netzwerkdokumentation? Und welche Tools stehen mir noch zur Verfügung? Wie gesagt, Ihre Infrastruktur ist gerade weg.
Und wenn Sie dann hinterher mal nachgucken wollen, sich einen Partner suchen, der Ihnen hilft, in dem ganzen Chaos und dieser Panik, die dann ausbricht, verständlicherweise, auch mal zu gucken, was ist denn überhaupt passiert, dann sollten Sie zusehen, dass Sie auch sich eine Strategie überlegen, wie Sie Ihre Backups, Ihre Daten priorisiert werden, wie Sie in kleine Häppchen aufgeteilt werden, damit die Kollegen aus der Technik, die Forensiker, tatsächlich eine Chance haben, dort hineinzugehen. Und wir haben also die Baustellen aufgezeichnet, die Sie haben in dem Moment. Das sind einmal die technische Verfügbarkeit. Wie ich gerade gesagt habe, Endgeräte, Server, was ist überhaupt noch da? Das ist aber auch die Organisation, die dahinter steht. Denn das Notfallmanagement, der Krisenstab, die externen Partner, die Sie einbinden müssen. Vielleicht müssen Sie sich beim BSI melden, um den Hackerangriff anzuzeigen. Und Sie müssen natürlich gucken, dass Sie möglichst schnell auch Ihre Daten und Ihre Prozesse und Ihre Server wieder zum Leben erwecken, damit Sie operativ tätig sein können, damit Ihr Geschäftsbetrieb weiterläuft. Ich gehe nicht auf alle diese einzelnen Themen ein, das würde zu weit führen, aber gerne auf Nachfrage oder wenn Sie irgendeine Frage haben, bitte einfach zwischendurch stellen. Also eine ganze Menge Punkte, auf die man sich vorbereiten muss, wofür man Notfallpläne braucht, die müssen nicht bis ins Kleinste ausbaldowert sein, aber sie sollten so sein, dass Sie wissen, wie Sie in dem Moment vorgehen wollen. Was sind Ihre wichtigsten Applikationen, die Sie am schnellsten wiederherstellen müssen? Welche Zeit brauchen Sie dafür? Welche Zeit haben Sie dafür? Und das sollte dann so gemacht werden, dass man es auch mal gelegentlich üben kann. Weil der Panikmodus ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Und mit 1-2 Übungen pro Jahr wissen alle Bescheid, wo Sie was finden, was Sie zu tun haben und haben das beruhigende Gefühl, da ist eine Struktur dahinter. Das darf man nicht unterschätzen. Eins der Themen, die auf jeden Fall wichtig sind, das ist das Central Gateway. Und das zeige ich immer so gerne, weil es ein USP ist. Das finden Sie so in dieser Form nirgendwo anders. Es gibt aber weitere Bausteine. Ich gehe die gleich im Schnelldurchgang durch und bitte Fragen stellen, wenn Sie zwischendurch irgendwas dazu wissen möchten. Das ist der Ablauf, für den Sie sich vorbereiten müssen. Und dieses Central Gateway ist eine Strukturkomponente, die ich gleich nochmal im Detail zeige. Aber die Audits und Übungen sind nicht minder wichtig. Und wenn es dann mal soweit ist, sollten Sie ein Notfallrechenzentrum haben. Das muss nicht groß sein. Das kann ein minimaler Server sein, der nur ein bisschen Daten bereithält und so vor sich hin dümpelt, aber immer erreichbar ist und auf dem Sie Ihre wichtigsten Dokumentationen und ähnliche Dinge speichern. Nicht in der Infrastruktur, die Sie bereits hatten, denn die ist ja momentan down. Das ist die angegriffen worden ist. Dieses Notfall-DC sollte komplett unabhängig davon sein. Und nur das Krisenmanagement hat die Zugangsdaten, sodass man auch nicht ohne weiteres, wenn man sich im Netz umschaut als Hacker, diese Zugangsdaten findet. Und dann kommen die Bausteine, zu denen ich gleich im Schnelldurchgang im Einzelnen komme. Die Server wieder bereitstellen, vielleicht mit VDI eine Lösung hinzukriegen, dass meine Leute wieder arbeiten können, vielleicht von zu Hause aus mit ihrem Privatrechner oder irgendeinem anderen Gerät, und das sicher ist. Backup, ganz wichtiges Thema. Könnte man einzeln einen Vortrag zu halten, aber das Backup einfach nur so zu handhaben, dass man irgendein Tool hat, wie Veeam, Acronis oder welches Tool Sie benutzen und die Daten irgendwo hinschiebt, ist nur ein Teil der Wahrheit. Und schließlich brauchen Sie Ihre Partner. Die sollten Sie vorgewarnt haben, dass da was passieren kann. Die sollten Sie mit dem Boot haben und auf dem Notfallsystem sollten die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen dieser Leute stehen, die Sie dann benötigen, damit die überhaupt eingebunden werden können. Denken Sie daran, Ihre Infrastruktur ist gerade weg. Die Daten darauf haben Sie nicht zur Verfügung. Central Gateway ist etwas, was einem hilft, seine gesamte IT neu zu strukturieren und zu denken. Wir benutzen zugrunde liegend InfiniBand. Das ist eine Netzwerktechnik, die die einzelnen Komponenten bei uns hochredundant und hochperformant verbindet. Das hat den Vorteil, dass ich keine HA-Switche oder ähnliche Themen brauche, also ganz komplizierte Netzwerkstrukturen. Das macht das System bei uns automatisch. Und ich habe keine Performance-Einbußen. Ich kann einfach meine IT mal ganz neu denken. Wie möchte ich sie denn aufbauen? Ich habe unterschiedliche Verantwortlichkeiten für meine Standard-IT. Irgendwelche Applikationen, irgendwelche Testumgebungen. Und ich habe immer ein paar Verantwortliche. Und die sollen ihren Auftrag, ihre Arbeit auch durchaus so durchführen können, wie sie es bisher gemacht haben. Ich gebe denen einfach ein eigenes Rechenzentrum. Ob da ein Server drin steht für eine kleine Testumgebung, ob das ein Riesenkonstrukt ist, vollkommen egal, es ist ein eigenständiges Rechenzentrum, das ist hochperformant an dieses Central Gateway angeschlossen. Und da findet alles statt, was für das ganze Unternehmen wichtig ist. Da sind die Firewalls, da ist der Freigabeprozess, da ist die Kontrolle, da sind die Kollegen, die helfen können, wenn es irgendwo mal klemmt, die auch vielleicht mal einen Sicherheitstest machen können, Pentest zum Beispiel.
die die Dokumentation auf einen sauberen Stand halten und die dafür zuständig sind, einfach zu bestimmen, wer spricht mit wem. Ist ja häufig so, da hat man den einen oder anderen Server, bei dem weiß man gar nicht, mit wem spricht der alles. Und sobald man irgendwas ändert, abschaltet, hakt es plötzlich. An dieser Stelle würde das dokumentiert. Die Firewall würde zentral die Aufgabe übernehmen, diese Kommunikation zwischen den Einzelnen zu regeln, zu erlauben oder nicht zu erlauben oder zumindest zu dokumentieren. Und auch da kann man dann die AD reinpacken, wenn Sie mit Ihrem Netzwerk irgendwelche Komponenten haben, auch den WLAN oder den LAN-Controller. Also eine zentrale Schnittstelle, die Services für alle anderen zur Verfügung stellt und die sind eigenständig in ihren Rechenzentren. Dürfen aber nicht nach draußen telefonieren, außer über dieses Central Gateway. Da steht alles drin, was die Kommunikation nach draußen regelt. Und das kann man dann auch erweitern. Es gibt immer etwas, was besonders wichtig ist. Die Kronjuwelen eines Unternehmens, die sensiblen Daten, ob das jetzt personenbezogene Daten sind, wie für die DSGVO, ob es die Pläne der Geschäftsleitung ist, die Preislisten, die Verträge, irgendetwas, was schützenswert ist, haben wir alle. Ich kann jetzt dort eine eigene Firewall aufbauen. Bitte ein anderer Typ als die Central Gateway, weil es hat noch keinen Fall gegeben, wo Hacker durch zwei unterschiedliche Firewall-Typen durchgetunnelt sind. Das heißt, das ist die maximale Sicherheit, die man erreichen kann, um sich davor zu schützen und die Kronjuwelen auch vor Manipulation zu schützen. Und da kann dann ihr Personalbereich seine Daten halten, da kann die Geschäftsleitung ihre Daten halten, da können sie vielleicht wichtige VDI-Komponenten haben, da können sie auch Datenbanken halten, die ein besonderes Schutzniveau besitzen. Und so können Sie sich Ihre IT komplett neu clustern. Und jedes Mal haben Sie kleinere Häppchen, also weniger Komplexität, weniger Probleme, schnellere Problemlösung und klare Verantwortungsaufteilung, weil jedes dieser Rechenzentren kann auf eine eigene Kostenstelle gebucht werden. Es kann eine eigene Verantwortung definiert werden. Wer darf dort was machen? Und so kann ich auch innerhalb des Unternehmens meine IT und meine Zuständigkeiten strukturieren. Mein Lieblingsbeispiel von mir ist immer das Thema Produktions-IT. Beim Mittelstand, beim produzierenden Gewerbe. Für gewöhnlich gibt es eine Office-IT und eine Produktions-IT. Und dazwischen sind tiefe Gräben. Man kommt sich nicht in die Quere, aber es ist ganz klar, die Produktions-IT hat andere Treiber. Die wollen ihre IoT-Daten von den Maschinen haben, die wollen die Auswertung fahren und die Maschinen müssen einfach laufen. Alles andere ist zweitrangig, also unter anderem Security. Und die zentrale IT, die eigentlich für Security zuständig ist, hat wenig Zugriff und kann auch nur wenig dort einstreuen. In diesem Verfahren hätte die Produktions-IT ihr eigenes Rechenzentrum. Security würde als Dienstleistung oben drüber kommen und sie sind, wie sagt man so schön, Governance und Compliance-konform. Es gibt eine Menge Vorteile. Wir stellen die Folien hier nachher zur Verfügung. Aber die meisten davon habe ich schon erwähnt. Bei den Komponenten, die ich vorhin vorgestellt habe, gibt es zum Beispiel das Cloud Standby Rechenzentrum. Das ist ein relativ günstiges Verfahren, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Das braucht ja nicht groß hochgezogen zu sein. Es kann minimal sein. Es gibt die drei Größenordnungen Cold, Warm und Hot Standby Rechenzentrum. Cold bedeutet, ich habe nur die Möglichkeit, was aufzubauen. Es wird schon eine Weile dauern, bis ich das wieder alles zum Laufen gekriegen habe, aber dafür ist es günstig. Es braucht ganz wenig Ressourcen und Ressourcen muss ich da bezahlen. Warm heißt, es ist vorbetankt. Es hat vielleicht nicht alle Ressourcen, die ich für den Betrieb brauche, aber die ich benötige, um Daten zu replizieren und es synchron zu halten, damit ich es jederzeit einschalten kann. Dann ist es schnell berat, kostet aber ein bisschen mehr. Und Hot Standby bedeutet, ich habe einen digitalen Zwilling. Das, was ich on-premise oder woanders habe, das baue ich nochmal eins zu eins nach. Vielleicht habe ich die Ressourcen ein bisschen kleiner, aber ich kann auf Knopfdruck binnen von Minuten schwenken auf das neue Rechenzentrum, denn wenn das Hauptrechenzentrum betroffen ist, sei es durch einen Hackerangriff, durch einen Stromausfall, dass die Leitung gekappt worden ist vom berühmten Bagger oder was auch immer da passiert. In dem Moment bin ich dann wieder einsatzfähig und ich kann mir sogar überlegen, pro Applikation zu entscheiden. Brauche ich die denn schnell? Dann ist es Hot Standby oder brauche ich sie, ja, sagen wir mal, in den nächsten paar Tagen? Dann ist es Cold Standby. Und so kann ich meine Kosten optimieren nach meinen Anforderungen. Das Schöne ist, es ist sofort bei uns im Rechenzentrum und dann DDoS Protection, also Massenangriffe, die von Hackern gerne genutzt werden, um die Server auszulasten, um die Verbindung zu kappen, um nach außen nicht mehr erreichbar zu sein oder bestimmte Server so zu überlasten, dass sie angreifbar werden. Das wird bei uns bereits kostenlos mitgegeben, dass sie davor geschützt sind. Also dieses Cloud Standby Rechenzentrum schützt sie bereits davor, auf einmal weg zu sein. Sie haben dann die Ressourcen, die Sie benötigen, um sie relativ schnell, je nachdem, wie Sie es aufgebaut haben, auch wieder aktivieren zu können. Und ich sage immer,
Wenn der Hacker kommt und nach Bitcoins fragt, dann lächeln wir beiden und ich sage ihm, du von mir keinen einzigen. Das muss das Ziel sein. VDI oder WDR, Workplace Disaster Replacement. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Rechner kompromittiert sind, ob die Hacker sich darauf rumgetummelt haben, ob da ein Trojaner drauf ist, ob Sie von E-Mails irgendwo betroffen sind und sich dann die Schadsoftware ausgebreitet hat, haben auf Ihrem Rechner. Eine zweite VDI oder eine VDI Nebeninfrastruktur aufbauen, die in der Cloud ist. Ist auch ganz gut übrigens für Homeoffice, weil dann wird alles, was gemacht wird, in der Cloud gemacht. Es verlassen keine Daten die Cloud, sondern der Rechner, der irgendwo auf dem Küchentisch zum Beispiel steht, im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten, der greift nur auf das Bild zu von den Daten, aber nicht auf die Daten selber. Auch da sind sie abgesichert. Das kann man auch gerne machen mit externen Mitarbeitern, bei denen man nicht weiß, wie lange sind sie dabei und wo man keinen Datenabfluss haben will. Wichtig ist, dass man sich vorbereitet und dieses System so aufsetzt, wie man es benötigt. Ich habe einen Fall gehabt, ein Kunde hat mich angerufen, 16.12.2020. Wir sind gehackt worden, alles weg. Meine SAP-User können nicht mehr arbeiten. Wir brauchen eine Lösung. Dann haben wir bis zum 23.12., also eine Woche, haben wir international für über 200 SAP-User und ein paar andere, die noch zusätzlich wichtig geworden sind in dem Verlauf der Gespräche, haben wir diese Struktur aufgebaut und konnten mit welchem Rechner auch immer darauf zugreifen und arbeiten. Innerhalb einer Woche können Sie sich vorstellen, gerade vor Weihnachten, übers Wochenende, es hat gehakelt. Wir haben den Januar gebraucht, um es aufzuräumen. Selbst der Kunde wusste nicht, was brauche ich denn alles, welche Leistung brauche ich, welche Programme brauche ich. Es war immer nachtarieren. Und damit man schnell zur Verfügung hat, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man das vielleicht mal vorher macht. Also eine ganz normale Projektierung, was brauchen wir es, wie schnell soll es hochgefahren werden und das so einrichtet, dass es danach runtergefahren wird auf ein Minimum, wo nur noch 2, 3 User darauf prüfen, ob es noch aktuell ist. Nicht, dass es nach einem Jahr vielleicht doch benötigt wird und dann ist es halt der Stand von vor einem Jahr, der einem nicht wirklich weiterhilft. Es ist günstig, weil diese Ressourcen kann ich ja runterfahren bis zu einem Minimum. Es ist wie eine aktive Versicherung, für die ich ja auch bezahlen muss. Und erst wenn der Schadensfall kommt, wird alles hochgezogen, bis auf die Leistungsklasse, die ich benötige. Auf diese Weise kann ich mich absichern, sowohl was die Server angeht, also Cloud Standby, als auch an die Endgeräte über dieses WDR. Unser Partner ist unter anderem die OneClick, man kann auch Citrix benutzen. Hier ist eine Lösung, die zum Beispiel auch gleich einen Cyber Assurance für diese Lösung mitbringt. Das heißt, die Versicherung hat es geprüft. Es wäre mir prinzipiell egal, ob es hinterher Penalen und Schadensersatzungen gibt. Weil in dem Moment, wo ich den Schaden habe, brauche ich nicht Geld, ich brauche eine Lösung. Mein Betrieb muss weiterlaufen. Aber die gute Nachricht ist hier, das ist die einzige Lösung im Markt, die von der Versicherung geprüft und an sich schon für so sicher erklärt worden ist, dass die Versicherung ihre Cyber-Assurance dazu gibt. Backup, wichtiges Thema. Es gibt 2 Möglichkeiten bei uns. Das eine ist das Backup as a Service, relativ einfach. Wir benutzen Acronis, viele unserer Kunden benutzen aber auch IAM oder andere Tools. Wir haben aber auch den S3-Speicher. Das ist ein Massenspeicher, praktisch unbegrenzt. Bitte Bescheid sagen, wenn Sie im Peter-Bereich arbeiten wollen, dann muss ich mit den Netzwerkern bei uns auch schon mal sprechen. Aber so die 300, 500 Terabyte, die Sie vielleicht irgendwo rumfliegen haben, kein Thema. Einfach hochschieben in den S3-Speicher, kostet relativ wenig Geld und hat einen zusätzlichen Vorteil, ich kann einen Zeitraum dahinter schreiben. Zum Beispiel bei Backups, 6 Monate. Für 6 Monate kann niemand, auch ein Admin, diese Daten nicht mehr verändern. Sie sind also sicher, dass Ihre Daten, Ihre Backups nicht manipuliert, gelöscht oder verschlüsselt worden sind. Und wenn Sie revisionssichere Daten haben, die Sie speichern müssen, dann schreiben Sie 5 Jahre oder 10 Jahre dabei. Und wenn Sie sagen, aus Haftungsgründen muss ich 20 Jahre die Dinge aufbewahren, da habe ich ein besseres Gefühl bei, schreiben Sie 20 Jahre dahinter. Das Ganze geht mit einem mit der Versionierung dahinterher. Das heißt, Ihre Backups würden Sie weiter reinschieben, wie Sie es gewohnt sind. Aber jedes einzelne dieser Backups würde für 6 Monate gesperrt vor Verschlüsselung und Überschreiben. Wenn Sie dann auch hingehen und sagen, ich überlege mir, wie kriege ich meine Daten schnell zurück, weil das wird gleich nochmal ein Thema sein, dann kann man ja sich überlegen, das Cloud Standby Rechenzentrum so zu wählen, dass auch das Backup direkt am selben Standort ist. Weil dann braucht es nicht übers Internet zurückzufließen beim Recovery, sondern es geht schnell über die LAN-Strecke, die wir bei uns im Rechenzentrum haben. Also Geschwindigkeitsfaktor sicherlich 5 bis 20, je nachdem, wie Sie angebunden sind, sind wir schneller dadurch. Weil wenn Sie dann wirklich
das Problem haben, dass sie irgendetwas zurückspielen müssen, dann sollte man eine Strategie dahinter haben, um das Ganze nach Prioritäten zu machen. Aber es geht auch um pure Geschwindigkeit. Geben Sie mir einen Moment. Ich warte darauf, dass mein Rechner reagiert. Ah, da. Entschuldigung. Wenn man sich das mal ansieht. Ich habe so 50 Terabyte Daten und ich habe eine 100 Megabit Strecke, 100 Megabit Datenanbindung. Dann dauert das tatsächlich 60 Tage. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie lange alleine der Rücktransport von Daten dauern kann. Und wenn Sie eine Gigabit-Strecke haben, die Sie wirklich komplett zur Verfügung haben, dauert es immer noch 6 Tage. Bei uns im LAN vielleicht einen halben Tag, vielleicht einen Tag. Das sind die Vorteile, die man hat, um schnell wieder einsatzfähig zu sein. Der reine Datenabfluss aus dem Backup ist bereits ein kritisches Element. Notfall-DC. Die kleine Idee kostet nicht viel, habe ich vorhin schon mal kurz angeteasert. Einfach ein kleines Rechenzentrum vollkommen unabhängig machen, wo Ihre Daten sind. Denn diese Fragen, die muss man sich stellen, bevor man irgendwie über Notfallkonzepte nachdenkt. Was haben Sie noch zur Verfügung, wenn der Notfall eintritt? Wo finden Sie Ihre Daten? Wie kommuniziert das Notfallteam? Und wie gelangen Sie an Dokumentation und Notfallpläne? Wo liegen Logdateien, damit Sie mal nachher nachgucken können, was hat der Angreifer denn überhaupt bei Ihnen gemacht? Und natürlich Tools, vom Ping angefangen bis zu irgendwelchen Netzwerktools, die Sie brauchen, um tiefer in Ihre Infrastruktur einzutauchen. Und das sieht tatsächlich so aus. Das ist jetzt ein Bild, das ich von unserem Datacenter-Designer kopiert habe, der eine grafische Oberfläche bietet. Sie können da sehr schnell einfach ein Rechenzentrum komplett aufbauen, wie mit Visio oder mit anderen Tools oder am Whiteboard. Da drücken Sie aber aufs Knöpfchen und innerhalb weniger Minuten sind die Server da. Sie können ihn beim Booten zusehen. Wenn also gefragt wird, ich brauche ganz schnell einen Server, dann können Sie den Kollegen sagen, nach 10 Minuten, hier ist die die IP-Adresse, fangt los, geht, macht. Und diese Schnelligkeit hilft der IT natürlich auch nach außen ganz anders dazustehen. Es geht eigentlich nur darum, habt ihr das Budget freigegeben bekommen und dann innerhalb von 10 Minuten können die anfangen, damit zu arbeiten. Im Gegensatz zum Prozess, wo ich vielleicht Hardware anschaffen und Konfigurationen vornehmen muss und viele Dinge beachten muss, vielleicht auch Geräte einschrauben muss in ein kleines Rechenzentrum, was ja alleine schon mal 2-3 Wochen gerne Vorbereitungszeit hat und momentan haben wir riesen Lieferzeiten, was Hardware angeht. Hier hätten Sie innerhalb von 10 Minuten alles zusammen. Die Hardware ist da. Und dann kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und sich überlegen, wie mache ich das technisch, organisatorisch und wie mache ich die Einrichtung. Und dann sind Sie durch. Da ist Deken der perfekte Partner, um sich mit denen zu unterhalten, was muss ich denn tun, um für diesen Fall vorbereitet zu sein? Welche Systeme brauche ich? Die kennen Ihr Netzwerk. Und die können Sie beraten, wie so ein Notfallsystem aufgebaut wird, damit es nicht zu Kosten verursacht, aber alles beinhaltet, was Sie im Schadensfall benötigen. Damit bin ich durch die Präsentation im Alldurchgang fertig. Und vielleicht gibt es ja Fragen dazu. Martin, vielen Dank erstmal für den tiefen Einblick. Bin ganz beeindruckt immer, wenn ich, du hast vorhin schon gesagt, wir sind sehr partnerschaftlich unterwegs mit der IONOS und ich finde es immer wieder beeindruckend, da nochmal deine Expertise zu hören. Vielen Dank dafür erstmal. Ein paar Fragen habe ich notiert, ein bisschen was kam rein. Natürlich kam die Frage auf, mit den Begrifflichkeiten, viele unserer Kunden können da vielleicht nichts mit anfangen. Wir unterstützen Sie natürlich dabei. Das heißt, wir lassen Sie da jetzt nicht alleine mit irgendwelchen Zugängen oder man hat eben auch schon das DCD gesehen. Das ist natürlich so ein Part, wo wir dann für Sie auch das übernehmen, dort ein Rechenzentrum zu erstellen, Server, Landschaft aufzubauen. Da müssen Sie sich nicht durchklicken und durchprobieren, sondern das übernehmen wir natürlich für Sie. Wenn Sie das möchten, bekommen Sie auch einen eigenen Zugang und können selber natürlich auch dort selber klicken, aber natürlich für den Laien, der da keine Erfahrung hat, übernehmen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Ja, ich versuche gerade bei meinem langsamen Rechner die entsprechende Folie rauszusuchen. Ich habe das Central Gateway vorgestellt. Ja. Eine zentrale Instanz, die für Security, für Dokumentation und alles so drüber zuständig ist. Ich blende das Bild eben mal nochmal ein. Gerne. Weil das ist sehr interessant für die Kunden, die nicht eine eigene IT haben, die alles bewältigen kann. Das ist für gewöhnlich bis in den oberen Mittelstand immer der Fall. Und ich hoffe, man kann es sehen. Ja.
Central Gateway in der Mitte, wo die Dreh- und Angelscheibe ist für alle Security-Performance-Sachen, Genehmigungsprozesse, für alle Features, die man so für das gesamte Unternehmen braucht. Stellen Sie sich einfach vor, das brauchen Sie nicht selber zu machen. Dafür wählen Sie einen Partner. So wie für eine Firewall, Sie einen Partner haben, der sich um Security-Themen kümmert, vielleicht. Aber da ist ja viel mehr drin. Und dieses System in die Hand eines zuverlässigen Partners zu geben, der sich bis hin zu einmal pro Jahr eine DDoS-Attacke intern zu starten gegen meine Infrastruktur, wann knickt die zusammen, die nach offenen Ports und anderen Security-Lücken sucht. Also diese Expertise sozusagen zu nutzen, um diesen ganzen Bereich nach extern zu geben, das ist eine coole Möglichkeit. Ich habe immer noch selber den kompletten Zugriff und die Möglichkeiten, alle anderen Themen im Haus zu verteilen, wie ich das möchte. Ich kann mir externe Dienstleister zuholen. Die sind abgeschottet in ihrem kleinen Rechenzentrum. Dann wird daraus ein rundes Thema. Denn Security ist etwas, wo man sich ständig auf dem Laufenden halten muss, wo ständig neue Lücken identifiziert wird und sich jemand darum kümmern muss, dass alles auf dem Stand der Technik ist. Also Updates gefahren werden und, damit dieser Punkt sicher ist. Und dieses Central Gateway kann man in eine Hand geben, wie zum Beispiel zu Deken, und sagen, kümmert euch, bietet mir diesen Service an, damit ich mich um meine Kernkompetenzen und meine Kernaufgaben kümmern kann. Und dann finde ich dieses System, diese Aufteilung in Verantwortlichkeiten einfach nur genial. Super, super Hinweis, da dementsprechend zu agieren. Auch nochmal die Hinweise, die du gegeben hast. Machen Sie Sicherheitspläne. Ich glaube, dieses Thema ist fast schon ein Webinar alleine wert, weil es einfach nochmal so wichtig geworden ist, dass man heute auch schaut, nicht nur einen Notfallplan zu haben im Falle eines Brandes, sondern auch, was tue ich? Wir haben es heute Vormittag schon beim Thema E-Mail-Sicherheit, ganze Landkreise, Behörden wurden lahmgelegt. Auch so Katastrophenschutzpläne für die IT zu haben, finde ich, wird eine Aufgabe werden, die wir uns alle stellen müssen. Eine Frage kam hier noch rein. Du hattest vorhin einen Chart gezeigt. Da ging es um lokale Umgebung und man kann mit ganz einfachen Mitteln ein kleines, ich sag mal, Notrechenzentrum schalten. Jetzt haben wir immer mehr Kunden, die schon 100% in der Cloud unterwegs sind. Ich denke, sowas ist ja auch möglich, wenn ich bereits bei euch oder woanders Cloud-Infrastruktur angemietet habe, oder? Ja, das würde ich auch auf jeden Fall machen, egal ob man bei uns in der Cloud, in der anderen Cloud oder on-premise ist. Also dieses unabhängige kleine Rechenzentrum, ich sage es mal ganz offen, für einen kleinen Toto, für kleine Münze, ist immer eine gute Idee, weil die muss separiert sein, diese Notfallinfrastruktur, damit nicht das normale Admin-Passwort dafür reicht, dort drauf zuzugreifen. Es soll ja im Notfall verfügbar sein. Und dann gerne auch als, sagen wir mal, Anfang einer Zusammenarbeit bei uns in die Cloud mit euch von Deken einfach drüber sprechen, was muss alles drauf. Das ist ja teilweise bei allen gleich, aber es gibt immer einen individuellen Part. Und diesen mit dem Kunden abzustimmen, was braucht er für seine Infrastruktur, für seine Anforderungen? Das ist der wichtige Part, bei dem man einfach einen Partner auf Augenhöhe braucht, mit dem man das mal tacheles in einem Workshop abstimmt. Genau, das ist ein guter Hinweis nochmal. Das lässt sich nicht eben durch Papier oder durch eine Präsentation erarbeiten oder dafür ist es einfach zu komplex, das Thema. Und wir bieten da gerne die Möglichkeit an, zusammen mit der IONOS, auch gerade bei, weil ich auch sehe, wir haben heute auch Teilnehmer dabei, wo wir über 200 Arbeitsplätze hinausgehen, kommen Sie gerne auf uns zu. Natürlich auch für die kleineren Kunden bieten wir sowas auch an. Und natürlich auch hier der Hinweis, was wir Ihnen gerne an die Hand geben, dass Sie natürlich auch, und da sind wir überzeugt von den Produkten, das auch testen können, kostenfrei. Sie können Zugang bekommen mit uns zusammen oder auch alleine, wenn Sie eigene Expertise im Haus haben, eigene IT-Abteilungen, die Infrastruktur-Server zu testen, zu probieren, selber sich ins DCD einzuloggen, mal eben in wenigen Minuten eine Firewall dort einzurichten, eine Anbindung ans Internet oder auch natürlich eine Windows-Maschine hochziehen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach und überzeugen Sie sich da selber. Wir laden da sehr gerne ein zum Test. Kommen Sie auf uns zu und dann bekommen Sie hier auch die Möglichkeit, mit uns zusammen das Ganze auf Herz und Nieren auszuprobieren. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, ein Kunde hat das mal so ausgedrückt. Bei uns hat er einen Server innerhalb von einer halben Stunde erstellt. Mit allem drum und dran. Betriebssystem, die ersten Einrichtungen. Bei einer AWS hat er etwa ein, dreiviertel Stunde gebraucht. Diesen Geschwindigkeitsvorteil und dieses Tool, dieser Datacenter Designer, das ist schon Hingucker. Weil Sie können Ihr Netzwerk sehen, Sie können es sich zusammenklicken, Drag and Drop.
Und sie haben deswegen mehr Kontrolle über das, was sie mit dem Netzwerk machen und können auch Änderungen viel schneller und transparenter durchführen. So ein Netzwerk lebt einfach. Und wenn sie da komplizierte Tools haben, in denen sie ihr Netzwerk irgendwie mit Skripten zusammenbauen müssen, dann ist das manchmal einfach sehr kompliziert und fehlerträchtig. Und das geht bei uns sehr schnell und sehr einfach. Also gerne testen. Da können Sie gerne an die Kollegen von der Deken wenden, die Ihnen da, die Sie da unterstützen, auch ein Onboarding-Programm machen. Es gibt so Übungen, die man machen kann. Wie komme ich denn innerhalb von, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden einfach dazu, das bewerten zu können? Da haben wir auch Vorschläge, was man dann wann machen kann, um so ein erstes Gefühl zu kriegen. Und dann auch gerne in den Dialog eingehen. Da werden immer Fragen auftauchen. Und diese Fragen zu sammeln und zu sagen, jetzt machen wir mal nochmal einen Workshop und gehen mal durch, gehen tief in dieses Tool rein und nehmen eure Fragen auf, um sie zu beantworten, gemeinsam einfach mal durchzuarbeiten. Vielleicht für viele Kunden, die jetzt Fragezeichen auf dem Kopf haben und sagen, um Gottes Willen, brauche ich das denn alles oder ist das überhaupt das Richtige für mich? Viele von Ihnen nutzen das schon, weil alle unsere Dienstleister, also alle unsere Produkte, die wir auf der Cloud installiert haben, also viele unserer Kunden nutzen zum Beispiel die 30x-Telefonanlage oder das Dropbox-Datenmanagement-System oder auch, was wir gleich noch hören werden, die reine SCC-Zeiterfassung. Alles das basiert auf diesem Konzept, was Martin hier heute vorgestellt hat, dass sie halt auch unabhängig sind, dass sie innerhalb von wenigen Klicks Daten wiederherstellen können. Also ein wichtiges Thema heute. Ich höre immer wieder in Kundengesprächen auch vor Ort, ja, wir haben noch eine Bandsicherung oder wir haben irgendwo auf einem anderen Standort haben wir eine Festplatte. Ja, ich muss die Daten aber auch wieder zurückgespielt bekommen. Und das ist heute, gerade wenn Sie einmal einen Hackerangriff erlebt haben, wenn Daten, wie gesagt, so verschlüsselt sind, dass Sie nicht mehr weiterarbeiten können und Daten zurückholen müssen aus einem Backup. Wir sind hier auf dem Land, sage ich immer, und wir haben nicht alle die besten Internetanbindungen. Und gerade wenn ich Sachen zu lokal zurückhole, wird es sehr, sehr schwierig, das innerhalb von wenigen Stunden, Tagen hochzubekommen, die Daten. Und ich finde diesen Ansatz nochmal ganz wichtig zu sagen, okay, habe ich für die Not ein Rechenzentrum, was ich nutzen kann, wo ich mein Backup wieder reinschieben kann, mit kurzen Wegen, denn Sie werden vor Ort nie so eine Bandbreite hinbekommen wie ein Rechenzentrum. So viel Glasfaseranbindung kann man sich gar nicht dort einkaufen. Das wäre auch gar nicht wirtschaftlich. Und vergessen Sie nicht, dass Sie immer nur das auch benutzen und bezahlen, was auch zahlpflichtig läuft. Das heißt, wenn Sie auch Maschinen abschalten im Notbetrieb und es nicht nutzen und nur dann, wenn der Krisenfall eintritt, dann fahren Sie dann die Maschine hoch über ein Webinterface und können dann arbeiten. Das heißt, Sie müssen da auch nicht doppelt und dreifach vorhalten und bezahlen im Monat. Sie zahlen wirklich nur das, was auch tatsächlich genutzt wird. Sie haben dann eine ganz transparente Abrechnung. Und das macht den Charme aus, auch schnell mal was aufzusetzen oder halt auch zu sagen, okay, ich kann mir so etwas auch leisten, auch als kleines Unternehmen so ein Notrechenzentrum zu haben für meinen Krisenplan. Denn das ist heute, glaube ich, brauchen wir nicht drüber streiten. Wir alle arbeiten mit Warenwirtschaftssysteme, ERP-Systeme. Das ist das Herz des Unternehmens und wenn da Kundendaten weg sind oder auch produzierende Produktionsdaten, wenn ich schaue in die Medienwelt, wenn da dann wirklich Grafikdateien verschwunden sind, können ganze Lebenswerke betroffen sein. Ja, man darf auch einen anderen Punkt nicht vergessen. Wenn ich zum Beispiel auf Bändern oder auf Festplatten sichere, es ist ein sehr fehlerträchtiges System. Ob die Bänder immer ganz in Ordnung sind, wird nur selten getestet. Die werden teilweise jahrelang immer wieder, ich sage es ganz offen, durchgenudelt. Und so richtig die Zuverlässigkeit, dass das Band auch immer passend gewechselt ist oder die Festplatte genügend rotiert ist und dass sie eben safe ist und dann vielleicht am anderen Standort, also Hochwasser und Ähnliches geschützt, das passiert in der Praxis nur sehr unzuverlässig. Und wenn ich dann irgendwo doch weiß, ich brauche nochmal zusätzlich ein bisschen Speicherplatz, weil Daten werden ja mehr. Es gibt ja keinen Fall, wo wir Daten im Prinzip nach einem Jahr weniger haben als vorher. Dann muss ich wieder eine Anschaffung machen. Die Beschaffungszeiten sind lang, die Genehmigungszeiten sind lang. Ich muss es designen für einen bestimmten Zeitraum von 6 Monaten, 12 Monaten oder 2 Jahren, greife also tief in die Tasche und weiß immer noch nicht, ob es dann reicht, muss dann wieder zukaufen, während die Cloud einfach als Speicher praktisch unbegrenzt ist. Sie schieben rein, was Sie benötigen. Und wenn es mehr wird, dann wird es halt mehr. Sie ersparen sich also eine Menge Unzuverlässigkeit und vor allem eine Menge Aufwand, um das System immer aktuell zu halten und den Sicherheitsanforderungen für bestimmte Daten zu genügen.
Hier kam eine Frage rein, Martin, vielleicht magst du die beantworten. Die spielt so ein bisschen auf das aktuelle Thema der Weltmarktlage hin. Wir haben in verschiedenen Bereichen Lieferengpässe, wir haben Lieferketten, die unterbrochen sind. Hier fragt ein Kunde oder ein Interessent, wie geht die IONOS im Rechenzentrum damit um? Hier wird gefragt, es müssen doch auch da Festplatten vorgehalten werden. Kannst du, magst du das beantworten, wie die IONOS mit so etwas umgeht? Gerne. Wir haben natürlich eine Planung dahinter, die wahrscheinlich umfangreicher ist, als jeder einzelne Kunde das machen kann, weil wir es für viele Kunden gleichzeitig machen. Und wir haben bei uns durch die nackte Anzahl an Servern haben wir eine ganz andere Marktmacht. Also wir gehören zu denjenigen, die priorisiert beliefert werden. Aber auch wir haben Probleme, teilweise Hardware relativ schnell zu bekommen und müssen dann mit entsprechenden Vorläufen arbeiten. Das tun wir aber. Das gehört bei uns zur Risikovorsorge. Wir halten immer eine große Menge an Ressourcen parat, damit wir bei Neukunden nicht in die Bedulie reinkommen, zu sagen, okay, schön, dass du unser Kunde geworden bist, aber vor 3 Monaten solltest du jetzt nicht anfangen, bei uns großartig was zu installieren. Wir hatten jetzt Anfang letzten Jahres einen Fall, der ist ein schönes Beispiel, da kam der Bund an und brauchte eben mal 30.000 Cores. Also ich weiß nicht, wenn man mit 10 Cores pro Server rechnet, dann sind das 3.000 Server gewesen, von jetzt auf gleich. Da musste man ein bisschen kratzen, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber wir haben sie zur Verfügung gestellt. Hinterher brauchten sie trotzdem nur 20.000, wie das so ist bei solchen Anfragen. Aber das ist so eine Reserve, die wir zur Verfügung stellen, um ihnen ganz schnell Hardware zur Verfügung zu stellen. Es gibt sogar Kunden, die einfach jetzt Lieferzeiten von 3 oder 4 Monaten oder länger haben, die sagen, während dieser Zeit, ich will immer noch auf die Hardware gehen, wenn sie denn da ist. Aber für diese Zeit, wo die Hardware nicht verfügbar ist, wo ich nicht drankomme, da gehe ich mit diesen Services in die Cloud, weil da habe ich die Hardware. Und später überlegen sie sich hoffentlich nochmal, ob sie wirklich on-premise mit der Hardware sein wollen, wenn sie sich erstmal dran gewöhnt haben, wie performant alles ist. Aber das ist auch so eine Strategie. Lieferengpässe, genau dafür ist die Cloud optimal geeignet. Und wir konnten hier auch schon, Martin, danke für die Antwort, wir konnten hier auch schon einige Kunden helfen, die tatsächlich vor dem Punkt standen, Server vor Ort, defekt, nicht mehr reparabel, es gab keine Ersatzteile, Neubeschaffung brauchen wir gar nicht drüber sprechen, weil es keine Geräte am Markt gab. Die Hersteller haben ganz klar gesagt, wir können hier keine Lieferzeitpunkte angeben, können auch keine Preise nennen. Und da konnten wir mit wenigen Klicks auch, sagen wir mal, in wirklich Nacht- und Nebelaktionen konnten wir Firmen wieder ans Netz bringen, die dann vollwertig arbeiten konnten, so als würde der Server wieder vor Ort stehen. Die Frage kam ja auch rein, verändert sich für mich als Benutzer etwas? Nein, Sie können ganz normal weiterarbeiten. Sie merken nicht, ob es jetzt vor Ort steht, der Server, oder im Rechenzentrum. Das heißt, auch Ihre Mitarbeiter haben keine Änderung. Die gleichen Applikationen können wir auch auf der Cloud installieren. Alles das, was Sie sonst lokal haben, gibt es weiterhin. Es gibt manchmal vielleicht eher Herausforderungen, wo es bestimmte Anwendungen gibt, aber auch da geht man mit in die Hersteller und spricht dann mit diesen Herstellern, sei es bestimmte Sonderlösungen aus dem Industriebereich. Auch da findet man immer eine Lösung. Wir haben auch schon Kassensysteme angebunden, die in der Cloud sind und vorher gar nicht in der Cloud war. Wir haben auch das Thema DATEV, können wir dementsprechend anbinden. Oder auch wenn es Programme gibt, die bestimmte USB-Dongles benötigen, auch da gibt es Möglichkeiten, über lokale Hardware dann das an die Cloud durchzuschleusen. Da haben Sie bitte keine Angst vor. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn es so eine Themen gibt, wenn Sie Sonderlösungen haben. Aber ich sage mal, das ganz normale Büroarbeitsfeld, ganz normaler Remote-Desktop, Terminal-Server, das ist keine Herausforderung. Das kann mit wenigen Klicks bereitgestellt werden und dann natürlich mit Datenmigration auch ihre alten Daten. Man fängt nicht bei Null an. Das Thema hatten wir heute Morgen schon beim Dokumentenmanagementsystem. Auch das Thema Migration ist ein großes Thema. Die alten Daten müssen natürlich mit in die Cloud. Auch da, Sie zahlen nur so viel Festplattenspeicher, was Sie tatsächlich gerade benutzen. Das heißt, auch da können wir jederzeit hochskalieren. Wir haben die Systeme bei uns in einem Monitoring- und Patch-Management-System. Das heißt, wenn da irgendwas mal nach oben ausbrechen sollte oder wir in rote Bereiche kommen, Sie kennen es vielleicht vom Computer, dieser schöne rote Balken im Explorer, das kriegen wir vorher natürlich angezeigt, wenn das passiert, und können dann auch im Live-Betrieb den Regler höher setzen, und dann haben Sie
auch sofort die Festplatte erhöht und müssen jetzt nichts runterfahren oder eine Platte kaufen, Angebot einholen. Wie Martin es eben schon sagt, die Wege sind einfach kürzer. Ich muss nicht groß, gerade in größeren Unternehmen, aus eigener Erfahrung weiß ich das, dann dauert so eine Bestellung mal über Monate, bis dann mal die Platte oder der RAM genehmigt ist. Hier reicht es einmal, ein Gesamtbudget bereitzustellen. Und dann kann man hier auch gerade, auch das ist möglich, wir können Ihnen auch sogar Vorgaben oder Limits einstellen, wenn Sie das bekommen von Ihrer Buchhaltung oder von Ihrem Controlling, dann haben Sie die Möglichkeit, selber auch bis zu bestimmten Maße selber hier Ressourcen zuzubuchen. Wir haben die Möglichkeit, auch die Frage kam heute eben nochmal auf, du hast es auch schon gesagt, Martin, man kann mit Kostenstellen arbeiten. Also ich kann mir meine ganze Infrastruktur so aufstellen, dass sie dann auch eine Rechnung bekommen mit Kostenstellen, für welches Projekt es war. Auch das ist gar kein Problem. Ja, vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kunden, die jetzt irgendwo auf dem Land sitzen und wo Bandbreiten und vor allem redundante Bandbreiten ein Problem sind, wo ich einfach nicht zwei Carrier bekomme und nicht sicher sein kann, dass meine Leitungen wirklich ausfallgeschützt sind und ich Bandbreiten vielleicht auch nicht beliebig zur Verfügung habe. Also unsere Netzwerke sind mit Terabit angebunden, das reicht. Sie kriegen bei uns 700 Megabit als SLA-Wert für die Verfügbarkeit. Da muss man schon eine dicke Leitung bohren, um da mitzukommen. Und das ist natürlich alles hochredundant, was man so alles braucht. Also mehrere Carrier, die Wegeführung für die Leitung sind komplett unterschiedlich. Also eine Sicherheit, die auch dafür sorgt, dass Sie zum Beispiel vielleicht Bandbreite bei sich in der Niederlassung wieder wegnehmen können, weil es eben nicht in die Niederlassung auf die Server dort geht, sondern in die Cloud. Das heißt, Sie können Kosten sparen, indem Sie Ihr Netzwerk einfach anders designen. Und ich habe es vorhin gesagt, es gibt immer mehr Daten. Das bedeutet, auch Ihre Bandbreiten müssen stetig steigen. Und auch da haben Sie wieder Monate, bis die Bandbreite aufgebaut wird. Und Kosten natürlich ebenfalls. Und das können sich alles ersparen. Die Cloud ist schon cool. Finde ich ein schönes Abschlussstatement. Die Cloud ist cool. Und ja, ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Gibt es die europäische Cloud-Alternative? Ja, es gibt sie. Wir haben sie gesehen mit Jonas zusammen. Ist es möglich? Sie müssen nicht auf Google oder auf AWS oder es gibt natürlich noch viele andere Anbieter am Markt. Nutzen Sie die Möglichkeiten, kommen Sie auf uns zu, testen Sie es aus, testen Sie die europäische Cloud-Alternative auf Herz und Nieren. Wir laden Sie da recht herzlich ein. Recht herzlich sage ich vielen Dank an Martin Baumhaus von der Jonas für deine Zeit, für die Beantwortung der Fragen und den tiefen Einblick. Wir stellen Ihnen das Material zur Verfügung. Martin hat es vorhin schon gesagt. Ich glaube, das ist so viel und so interessant, dass man das vielleicht nochmal in Ruhe aufarbeiten möchte. Und wie gesagt, nochmal die herzliche Einladung, kommen Sie auf uns zu. Danke. Martin, vielen lieben Dank. Alles Gute dir. Und hier geht es dann in 5 Minuten weiter mit dem schon letzten Thema. Aber auch das ist ein spannendes Thema, weil dann geht es um das Thema Zeiterfassung. In den letzten Tagen, Monaten auch mal wieder in der Presse gewesen, das Thema. Ob das relevant ist heute oder nicht, hören wir gleich von Sebastian Hinz und Ruben Nock ist auch mit dabei. Dann geht es hier um das Thema moderne Zeiterfassung mit System von der Firma Rainer SCT. Da begrüße ich Sie gleich um 14 Uhr. Nutzt noch die Möglichkeit für einen Kaffee oder für einen Tee. Bis gleich.